Nein! Oh! Vor allem, man sieht auch den Sprungschatten. Ich habe vorhin noch selber gesagt, das scheint mir präzise zu sein. Ist es auch, glaube ich. So. Mist. Aha. Millimeterarbeit, aber wirklich. So. Ich will nichts verpassen, Mensch. 125 glänzende Objekte bezahlen, um die Brücke wieder aufzubauen. Okay. Dann dauert das mit Mr. Krabs sein Wunsch aber noch eine Weile. Macht die mir eigentlich so Schaden? Nee, okay. Ich probiere es jetzt nochmal aus. Oh. Verpiss dich, blöde Qualle. So. Oh, warte, ich mach das. Der Schenke öffnen ist klasse. Oh, wie funkelnd. Kommst du auch hier hin, oder? Nicht? Bats. Warte mal. Da hängen noch welche in der Luft. Die kriege ich so. Ich hatte doch noch irgendwo eine Fläche, wo ich nicht hin konnte, ne? Hier. Hier hinter. Warte mal. Da komme ich ja jetzt aber sehr wohl hin. So. Wir wollen ja nichts übersehen, nach Möglichkeit. Aber wahrscheinlich wird es vorkommen, dass ich irgendwie irgendwo mal was übersehe. Ist aber auch nicht ungewöhnlich bei einem Let's Play. Dadurch, dass man halt... Ja, theoretisch brauche ich die Unterhose nicht. Frage, könnte ich aber so an euch hochhüpfen? Gut, könnte ich. Ich kann euch auch so zerstören, richtig? Yep. Oh. Hallo? Gibt's hier oben noch irgendwas? Nein. Warte mal. Und Rabems. Na, habt ihr Angst? Kann ich nachvollziehen. Hätte ich auch. Feinste Socken. Da ist ein goldener Pfannenwender. Aber ich weiß ja, dass ich nicht ins Wasser darf, so ohne weiteres. Darf ich nur nicht vergessen, die Stelle hier. Oder soll man sich vielleicht opfern und hat dann den Gegenstand aber ein Leben verloren. Aber da muss man ja irgendwelche Abschnitte neu machen. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal alles hier einsammeln. Ja, bezahlen wir mal. Okay, Flugzeug unter Wasser. Alles klar. Nicht hinterfragen ist halt SpongeBob. Warte, ich muss erstmal den da loswerden. So. Nein! Ich meine, okay. Da war jetzt in Anführungsstrichen nur eine Unterhose, aber... So, Checkpoint, alles klar. Das ist ein Checkpoint. Wirst du besiegt, nachdem du einen Checkpoint aktiviert hast, beginnst du am Checkpoint neu, anstatt am Anfang dieses Bereichs. Also könnte ich jetzt theoretisch hier runterspringen, ohne dass ich alles nochmal einsammeln muss. Aber es gibt anscheinend ja irgendwie den Weg da hoch. Ja, wie gesagt, ich warte erstmal noch damit. Bevor wir da jetzt irgendwas ganz Dummes machen.
Kugelfische Alarm, Mrs. Puff, alles klar. Super Kombi. Kann man eigentlich auch irgendwo einsehen, wie viel man im Level holen kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Warte, ich gehe erstmal hier hoch. Die Honorbox brauche ich eigentlich nicht. Warte. Ne. Ah, okay, ich komme auch so dran. Warte. Ja, obwohl ich lese jetzt das Schild. Okay, das ist eine Frierfrucht. Ein Frierfrucht ist das. Ne, das ist eine Frierfrucht. Nur Patrick kann die Frierfrucht nutzen. Mit Frierfrüchten kann man dann wahrscheinlich Aokiji-mäßig das Wasser gefrieren und kann dann zu Stellen kommen, wo wir so nicht hinkommen, oder wie habe ich das? Weil ich glaube, ich komme so nicht hoch, ne? Ah doch, oh, okay. Okay, okay. Oh, voll daneben. Schenke öffnen ist klasse. So, verpiss dich. Also Unterhosen kriegt man hier aber genug. Also beim besten Willen. Okay, den Sprung schafft man. Ich will jetzt erstmal hier drauf. Also bisher finde ich das super niedlich gemacht, muss ich sagen. So, da war ja Frierfrucht. Und da hinten ist eine Socke plus Kleeblätter, wo wir gerade so nicht hinkommen. Ich mag die Stampfattacke. Hallo. Ja, ey. Nein! Wo, was? Der hat mich richtig aus dem Leben gewichst. Solange ich eckig und ein Schwamm bin. Nein, ich muss alles wieder einsammeln. Nicht im Stich lassen. Muss ich? Tatsächlich ja. Naja. War ja jetzt bisher nicht so groß, der Abschnitt, dass man da. Warte. Wenn die dich treffen. Ich meine, ich bin ja jetzt gerade eigentlich nur gestorben, weil ich direkt ins Wasser geklatscht wurde. Das hatte ja jetzt nichts damit zu tun, dass der mir so viel Schaden gemacht hat. Okay, aber die normalen eingesammelten Objekte behält man anscheinend. Nur die Tiki Faces sind halt wieder da. Was gut ist, weil man dann dadurch. Genau meine Größe. Warte kurz. Du klatscht mich nicht nochmal weg, danke. Ja. Ja, was auf jeden Fall gut ist, weil man dadurch die glänzenden Objekte dann nochmal kriegen kann. Diesmal nicht, Kollege Schnürschuh. Verpisst euch, ey, ehrlich. So. Wir wollen natürlich möglichst kein Objekt übersehen. Ja, guck mal, die da hinten sind auch alle wieder da. Die könnte man dementsprechend auch alle nochmal klatschen. Und wie gesagt, die glänzenden Objekte, die man eingesammelt hat, die scheint man zu behalten. So, ein Schalter. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, der bringt uns darüber. Warte mal. Machen wir sofort. Da gehen wir dann gleich lang. Alles klar. Oh, hallo. Die hätte ich beinahe übersehen.
darf nicht ins Wasser, aber so kann man die halt auch anziehen, was sehr gut ist. Mir gefällt der Grafikstil. Das ist schön stimmig auf jeden Fall. Aber sind die jetzt die ganze Zeit aktiv oder ist das eine Zeitsache? Und wie kommt man zur Hölle darüber, dass man die ganzen Objekte kriegt? Boing. Man kriegt bestimmt später noch irgendwie eine Art Gleiter oder sowas. Patrick sollte mal wieder waschen. Patrick, der alte Stinker. Oder wahrscheinlich jetzt hier wirklich das Trampolin. Wahrscheinlich muss die Sprunglinie stimmen. Okay, nee, das passiert automatisch. Alles klar, cool. Und ich merke gerade, ich sollte nicht zu viele Fragen stellen, weil irgendwie hat sich bisher das meiste automatisch geklärt. Bitte trefft mich nicht, danke. Boah, die kommen aber auch tief geflogen hier. Bumm. So, gibt's über euch noch was? Eine Unterbox, die ich gerade nicht brauche? Alles klar. Quallen klatschen statt Quallen fischen. Man sieht ja deren Aufprall, was ganz cool gemacht ist. Und ansonsten kann man springen. Aber hier gibt es auch genug Unterboxen. Bisher gibt es mehr als genug Unterboxen. Selbst wenn man Schaden frisst. Und der eine Tod, der war halt echt ungünstig. Weil er mich halt wirklich direkt ins Wasser geklatscht hat. Och, kleiner Gary. Den SpongeBob-Film zum Beispiel mit der Backstory zu Gary, den habe ich halt auch gesehen. Das ist ja, ich sag mal, was Neueres von SpongeBob. Mittlerweile auch ein paar Jahre her wieder, aber fand ich auch geil. Wow, ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender. Ich glaube, ich bin im Himmel. Okay. King Jellyfish. So hübsch. Ich halt's nicht oh, aus. Ich sag ja, bisher erklärt sich alles alleine. Okay. Das ist ein Bungee-Sprung. SpongeBob kann hier einen Bungee-Sprung machen. Um von dem Bungee-Haken einen Bungee-Sprung zu machen, musst du lediglich dorthin springen und ihn berühren. Okay, drücke die A-Taste, um nach unten zu sausen. Verlassen kannst du den Bungee-Haken, indem du die B-Taste drückst. Nice. Aber ansonsten kann man hier auch nirgendwo hin, ne? Das ultimative Randalier-Erlebnis. Okay, das ist cool. Boing. Haben wir alles? Glaube wohl, ne? Ich sehe zumindest nichts mehr. Interessant, wie gesagt, bisher wurde alles von alleine erklärt. Und war leichter, als ich mir das vorgestellt habe. Schade, dass man hier nicht hoch kann. Oh, da wäre ich jetzt aber hier fast runtergeplumpst. Na, Gary, hast du sonst noch was zu sagen? Mau. Du sagst es, Gary. So. Warte. Oh, guck mal da. Die kleine Kanone. Ja, obwohl, die Fische sind ja eigentlich auch kleiner. Bevor die sich auch flugst. Ich wollte gerade sagen, die kleine Kanone schießt die dicken Fische, aber ja. Und ich frage mich, von wo die angesaugt werden als Munition. Aber es ist halt SpongeBob. Man sollte es einfach nicht hinterfragen. Okay, da kommt man aber noch hin.
Rabums und Rabams. König Jelly. Okay, ohne zeitlich getrieben zu sein. Ich glaube, darunter sollen wir nicht. Da ist ein kleiner Zersmashter-Roboter. Nee, Kollege. Nein! Ah, okay, die kommen zu mir. Ich wollte gerade sagen, das ist ja voll kacke. Wobei, die Roboter, die kann man ja, wie gesagt, eigentlich immer wieder abfarmen. So, hier ist ein Checkpoint. Checkpoints sind bisher auch mehr als löblich verteilt. Weil man muss bedenken, die Hauptzielgruppe sind ja immer noch Kinder für das Spiel. Und da kann es halt schnell frustrierend werden. Ach komm. SpongeBob, keine Angst, SpongeBob. Die klatschen wir auch weg, SpongeBob. Wenn ich aufpasse, SpongeBob. Oh, ja. Brauchst gar nicht kommen. Warte. Oh ja, der ist aber richtig auf Krawall gebürstet. Der Kollege. Och, Göttchen, der kleine Fisch. Warte. Ja, ich kümmere mich gleich um dich, Roboter. Ich will aber auch nichts verpassen, Roboter. Ach, du großer Schinken. Den habe ich verstanden. Okay, wenn man die schnell genug klatscht, passiert nichts. Alles gut. Echt schönes Level, ey. Na du? Redest du auch? Okay, schade. Wir können dich... Wie so eine Stehauftasse für Kinder. Ja, da kommt schon so ein Krawallroboter. Verpiss dich. Verpiss du dich auch. Warte, da kann man hoch. Wie gesagt, ich möchte auch halt auch nichts verpassen hier. Oh! Ich habe mich jetzt schon wieder runterfallen sehen. Wäre das schlimm gewesen? Ich glaube nicht. Okay, Krawallroboter, komm her. Oh. Damit habe ich den anderen auch direkt weggeklatscht. War nicht mal meine Absicht. Warte. So, Quallenklatschen leicht gemacht. Der neue Film von DreamWorks. So. Dann wollen wir hier mal langlaufen, wa? Warte. Man kommt da ja, man kann da irgendwie hochkommen. Wow. Wahrscheinlich über die Blume hier. Auf die ich selber nicht drauf komme. Aber gleich bestimmt. Ja, wenn ich nicht daneben springe. Hä? Oder ich muss von einer der hinteren Blumen hier rüber bouncen. Warte mal, ich probier's nochmal. Ja, SpongeBob. Eventuell einfach mal nicht abrutschen, SpongeBob. Nee, ich komme so tatsächlich nicht drauf. Naja, wie gesagt, wird sich auch wahrscheinlich von selber klären. Oh, warte mal. Wird sich von selber klären. Da sind noch grüne Kleeblätter. Gelbe. Ich möchte nach Möglichkeit alles haben. Also, alles, was ich nicht übersehe. Ja, Unterhosen gibt es auch mehr als genug. Man hat irgendwie immer Angst, oder ich habe immer Angst, irgendwas zu übersehen. Man könnte ja was verpassen. Ich möchte aber nichts verpassen.